Mein Name ist René Ottlinger. Ich bin Produktionsleiter bei Alba in Leipzig. Bin verantwortlich für die Sortierung der Leichtverpackungen hier in der Sortieranlage. Seit dem Bau der Anlage benutzen wir Technik von der Firma Tomra. Wir setzen diese ein, um damit Kunststoffe verschiedenster Art auszusortieren. Und damit verbindet uns einfach schon lange eine Partnerschaft mit der Firma Tomra. Wir nutzen die Nahinfrarottechnik von Tomra, um PE auszusortieren. In diesem PE-Kunststoffstrom sind Acryl- und Silikonkartuschen enthalten. Diese Kartuschen führen bei dem Recycler zu Problemen und deswegen dürfen die nicht bei uns in diesem PE-Strom drin sein. Um diese Kartuschen auszusortieren, reicht eben die herkömmliche Nahinfrarottechnik nicht aus. Deswegen haben wir uns zusammen mit Tomra dafür entschieden, hier die GAIN-Technologie zu testen. Die GAIN-Technologie ist für uns wichtig, um die Form der Kartusche zu erkennen und diese dann auszuschießen. Der Prozess konnte durch die GAIN-Technologie insofern verbessert werden, als dass wir die Kartuschen, die in diesem PE-Strom drin sind, vollständig aussortieren können. Mit den Tomra-Maschinen ist es möglich, einen hohen Durchsatz zu sortieren und gleichzeitig eine hohe Qualität im Endprodukt sicherzustellen. Thank you.